Es war einmal eine Evangelisation und da gibt es ja dann Nachversammlungen. Und in diese Nachversammlung, nach der Verkündigung der Botschaft, kam eine junge Frau und die war zum ersten Mal in der Gemeinde. Und dann fragte der Evangelist diese junge Frau: Wie kommen Sie denn hierher? Wer hat Sie denn eingeladen? Sie hat gesagt: Eingeladen hat mich eigentlich niemand, aber in unserer Firma, da gibt es eine andere Frau, die ich schon länger beobachte. Und ja, das hat mich so angesprochen, ihr ganzes Verhalten, das so anders ist. Also zum Beispiel, wenn dumme Witze gemacht werden, macht die nicht mit. Und andererseits, wenn jemand Hilfe braucht, dann ist sie immer da für diese Menschen. Und auch sonst ist die irgendwie anders als wir anderen. Und ich habe die dann nur gefragt, was mit ihr ist. Und da hat sie gesagt, ja, sie ist Christ. Und dann hat sie auch gefragt, wo die hingeht. Und dann hat die Frau zu ihr gesagt, ja, in der Gemeinde, da ist jetzt auch gerade Evangelisation. Aber die hat sie gar nicht gedrängt oder so, sondern es war einfach nur ein Gespräch. Und dann sagte sie so innerlich, die zum ersten Mal da war, also so wie diese Kollegin, die so ganz anders ist, so möchte ich auch werden. So möchte ich auch werden. Und so kam auch diese Frau bei der Evangelisation zum Glauben, einfach durch das Vorbild ihrer Kollegin, die sich einfach wohlwollend in positiver Weise unterschied von den anderen Arbeitskolleginnen und Kollegen. Sind wir auch anders? Erkennt man an uns, dass wir Christen sind? Erkennt man an uns, dass wir wiedergeboren sind durch den Geist Gottes, dass wir gerettet sind? Ich betone immer, auch als Christen sind wir nicht perfekt, aber doch sollte etwas anders sein. Es sollte nicht einfach so der Trott der Welt sein, diese Sünde, alles, was die Welt so schön und cool und großartig findet, sondern unterscheiden wir uns in wohltuender Weise von der Welt. Also ihr merkt schon, es geht heute um eine existenzielle Frage in der Predigt. Diese existenziell wichtige Frage für jeden von uns heißt: Wie erkenne ich denn, ob ich schon ein echter Christ bin? Wie erkenne ich denn auch selber, ob ich wiedergeboren bin, neugeboren durch den Geist Gottes, ob ich das bin? Oder ob ich immer noch eigentlich ein Weltmensch bin, vielleicht hin und her gerissen, vielleicht lauwarm und was auch immer? Und wie können auch andere Menschen in meinem Leben erkennen, ob ich anders bin? Ich möchte so werden wie meine Kollegin, sagte diese junge Frau bei dem Evangelisten. Und ich möchte es mal so sagen, echte Christen erkennt man oder sollte man erkennen an ihrem veränderten Wesen. Denn Gottes Wort sagt, wir sind der Brief Christi. Viele lesen leider nicht mehr die Bibel, die lesen nur uns, dich und mich. Und wie sind wir da? Also ich predige keinen Perfektionismus, habe ich schon gesagt. Aber doch sollten wir die Liebe Jesu, das Licht Jesu, die Gnade Jesu ausstrahlen. Ich möchte drei Fragen mit uns betrachten. Erstens, was ist geistliche Neugeburt oder Wiedergeburt? Zweitens, wie geschieht diese Wiedergeburt durch den Geist Gottes? Und drittens, hast du das schon erlebt und was sind die Kennzeichen der Wiedergeburt in deinem und meinem Leben? Also eigentlich eine der grundlegendsten Fragen überhaupt, die den christlichen Glauben betreffen. Das zweite war, liebe Schwester, wie geschieht Wiedergeburt? Die erste Frage, was ist Wiedergeburt? Wenn man das so hört oder sagt, vielleicht auf der Straße, dann denken die Menschen vielleicht zunächst an was ganz anderes, nämlich, was meint ihr? Reinkarnation. Das heißt, wieder in das Fleisch, in den Leib kommen. Man stirbt und dann dieser Personenkern, der verleiblicht sich wieder auf der Erde, kommt wieder, auch wieder als Mensch oder vielleicht als Tier, bei den Hindus sehr verbreitet, mit der Verehrung der heiligen Tiere, der Kühe und so weiter. Das ist nicht gemeint mit der biblischen Wiedergeburt, sondern hier geht es um eine geistliche Neugeburt, dass der Geist Gottes in unser Herz zieht, dass nicht mehr ich lebe, sondern Christus in mir, durch den Heiligen Geist. Wir lesen dazu aus dem Wort Gottes, Johannesevangelium Kapitel 3, Vers 1 bis 8. Das ist eine der wichtigsten Stellen, wenn nicht sogar die wichtigste, überhaupt Johannes 3, dieses ganze Kapitel in der Heiligen Schrift. Und es fängt eben an,
Genau wie dieser Frage nach der Neugeburt. Und die Frage stellt sich, hast du das schon erlebt? Bist du gerettet? Kommst du in den Himmel? Ohne Neugeburt keine himmlische Hoffnung. Muss man ganz klar wissen und auch jedem Menschen sagen. Johannes 3, Abvers 1. Es war aber ein Mensch unter den Pharisäern namens Nikodemus, ein Oberster der Juden, der kam bei Nacht zu Jesus und sprach zu ihm, Rabbi, das heißt Lehrer oder Meister, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, der von Gott gekommen ist, denn niemand kann diese Zeichen tun, die du tust, außer wenn Gott mit ihm ist. Jesus antwortete und sprach zu ihm, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Nikodemus spricht zu ihm, wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Er kann doch nicht zum zweiten Mal in den Schoß seiner Mutter eingehen und geboren werden. Jesus antwortete, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, so kann er nicht in das Reich Gottes eingehen. Was aus Fleisch geboren ist, das ist Fleisch. Und was aus dem Geist geboren ist, das ist Geist. Wundere dich nicht, dass ich dir gesagt habe, ihr müsst von Neuem geboren werden. Der Wind weht, wo er will, und du hörst sein Sausen, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. So ist jeder, der aus dem Geist geboren ist. Wort des lebendigen Gottes. Liebe Geschwister, Nikodemus war sicherlich der angesehenste Lehrer in Israel und er kommt zu dem Lehrer, der meilenweit über ihm steht, nämlich dem Sohn Gottes. Und er lobt ihn, wie das halt so höflichkeitsmäßig üblich ist. Es kann keiner die Zeichen tun, die du tust, also wir sehen, du bist ein Lehrer von Gott. Aber er hat noch nicht erkannt, dass er Gott der Sohn ist. Und der Herr Jesus geht auf diese Lobhudelei gar nicht ein, wie er ihn da so als Lehrer, als Rabbi ehren möchte und anerkennen möchte, sondern er sagt ihm gleich, worum es geht. Und er sagt es auch uns, worum es geht. Der Herr Jesus lässt sich nicht auf Randfragen ein, auf irgendwelche unnötigen Diskussionen. Er sagt gleich, was das Wichtige ist. Und das sind mit die wichtigsten Verse der Bibel überhaupt, was jetzt hier stehen, nämlich in Vers 3. Nochmals, im Hebräischen heißt es Amen und das heißt wahrlich, so ist es. Da gibt's nichts dran zu rütteln, das ist absolut wahr. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Mit unserem alten Wesen, so wie wir von Natur sind, als Säuglinge herangewachsen, mit dieser ganzen Sünde von Adam und Eva her, die in uns schlummert und auch immer wieder durch Tatsünden sich auswirkt, so können wir nicht in den Himmel kommen. Nur wenn wir reingewaschen sind durch das Blut Jesu, das er am Kreuz auf Golgatha vergossen hat, und Anteil haben an seiner siegreichen Auferstehung und Anteil haben an dem Geist Gottes, den er gesandt hat, an Pfingsten und den er jedem Menschen schenken möchte, der ihm nachfolgt. Nur so können wir in den Himmel kommen, in das Reich Gottes. Und Nikodemus missversteht zunächst einmal diese Frage, so wie vielleicht auch wir, wenn wir so von den fernöstlichen, esoterischen, heidnischen Reinkarnationslehren vielleicht so schon gehört haben, Wiederverkörperung auf der Erde, ist natürlich eine Verdrehung, die Satan in die Welt gesetzt hat, um von der wahren Wiedergeburt abzulenken, diese ganze Reinkarnationsmythen. Das stimmt alles nicht, denn es heißt in Hebräer 9, 27, es ist dem Menschen bestimmt, einmal zu sterben, dann das Gericht. Du kommst nicht wieder auf die Erde, sondern jetzt ist der Tag, wo du die Entscheidung treffen musst, für oder gegen Jesus Christus, wo du die Wiedergeburt, die geistliche erlebst oder nicht, wenn du sie ablehnst. Ja, Nikodemus, jetzt kommt genau dieses Missverständnis. Er spricht zu Jesus, wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Er kann doch nicht zum zweiten Mal in den Schoß seiner Mutter eingehen und geboren werden. Ausgeschlossen, also er ist kein Hindu, sondern er glaubt jüdisch hier und auch biblisch. Der Mensch wird nicht sich immer wieder verkörpern. Also er hat es noch nicht verstanden, was Jesus hier meint, von neuem geboren werden. Er hat es als leibliche, fleischliche Neugeburt verstanden, dass man wieder als Baby kommt. Und jetzt antwortet ihm Jesus nochmal ganz deutlich und erklärt das in Vers 5. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, so kann er nicht in das Reich Gottes eingehen. Nun ist dieser Vers
oft fehlgedeutet worden. So auch das Taufwasser, also wenn man die Babys besprengt, dann sind die schon neugeboren. Das ist eine katholische Lehre. Und auch bei den Hochlutheranern wird das vertreten und bei vielen Gruppen und auch Sekten und so weiter, diese Ansicht, dass durch einen Taufritus der Mensch die Neugeburt erlebt. Die Taufe ist wichtig, aber wir wissen, die Reihenfolge ist immer in der Bibel, Apostelgeschichte durchweg, erst hören Sie das Wort Gottes, dann tun Sie Buße über Ihr Leben, bekehren sich und dann werden Sie getauft. Aber was heißt dann geboren werden aus Wasser und Geist? Und die Bibel erklärt sich ja selber. Wir müssen jetzt nur im Alten Testament aufschlagen, da ist es ganz klar erklärt. Und zwar ganz wichtige Stelle, Hesekiel 36, Verse 25 bis 27. Die muss ich jetzt unbedingt lesen, um zu erklären, was heißt geboren werden aus Wasser und Geist. Hesekiel 36, ab Vers 25. Gott spricht, ich will reines Wasser über euch sprengen, damit ihr rein werdet. Von all eurer Unreinheit und von allen euren Götzen will ich euch reinigen. Ich will euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euch hineinlegen. Steht schon im Alten Testament, diese Neugeburt durch Wasser und Geist. Hier auf Israel bezogen, aber auch auf die ganze Gemeinde, auch im Neuen Bund. Ist gar keine Frage, ja. Bezieht sich auch auf uns. Und weiter heißt es, sagt Gott, ich werde das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Ich werde meinen Geist in euch geben und will solche Menschen aus euch machen, die nach meinen Geboten leben und meine Rechte halten und danach tun. Das ist die Erneuerung durch den Geist Gottes. Und das heißt Neugeburt durch Wasser und Geist. Wasser ist hier Reinigung durch das Wasser. Im Neuen Testament ist die Rede vom Wasserbad des Wortes Gottes. Wenn wir das hören und wenn wir es wirken lassen, wenn wir mit offenem Herzen zuhören, auch heute Morgen, hörst du mit offenem Herzen zu, dann kann der Herr an deinem Herzen wirken, dann kann er dich reinwaschen. Das ist durch Wasser und dann kommt der Geist Gottes ins Herz, wenn wir uns ihm öffnen. Nicht in irgendwelchen okkulten Ritualen oder Umfallen oder was in manchen Kreisen ist oder irgendein sinnloses Geplapper, sondern es geht darum, dass du wirklich die geistliche Neugeburt erlebst, indem du betest, Herr Jesus, komm in mein Herz, sende deinen Geist, nimm mir das steinerne Herz weg, gib mir ja ein fleischernes Herz, in dem Sinne ist es positiv gemeint, also ein empfindsames, weiches Herz, nicht so hart wie Stein, aber eigentlich ist es dann die geistliche Neugeburt. Also wir dürfen die Begriffe Fleisch und Geist, müssen wir immer sehen im Kontext. Hier ist es einfach ein Herz, das weich ist für das Wort Gottes, gemeint mit Fleischern, aber letztendlich die geistliche Erneuerung, dass wir nicht mehr von unserem sündigen Fleisch beherrscht werden, sondern vom Geist Gottes. Der Begriff Fleisch hat hier verschiedene Bedeutungen, muss man ganz klar unterscheiden, in welchem Kontext. Und so ist auch die Rede, wenn man neugeboren ist, dass man dann auch im Geist wandeln soll, etwa in Galater 5. Darauf komme ich noch. Jetzt aber zur Definition nochmal, was ist Wiedergeburt? Ich habe mal so definiert, Wiedergeburt ist die Erneuerung des Menschen durch den Heiligen Geist. Aus einem Nichtchristen wird ein Christ, ein echter Christ, kein Namenschrist. Und Christus wohnt in uns, gemäß Galater 2, Vers 20, ich lebe aber nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Lebt Christus, dein Retter, schon in dir? Oder ist dein eigenes Ich, dieses harte, sündige Ich, immer noch auf dem Thron des Herzens? Lass dich erneuern, lass dich reinigen, nimm den Herrn in dein Herz auf. Und er möchte das, du kannst beten, du kannst Geschwister beten lassen für dich, du kannst heute diese Neugeburt erleben in diesem Gottesdienst, wir können auch nachher noch beten, kommt gerne auf uns zu, wir beten gerne auch mit euch im Nachgespräch. Wie geschieht jetzt Wiedergeburt ganz praktisch? Eigentlich habe ich schon gesagt, man hört das Wort Gottes, also jetzt zum Beispiel in der Predigt, oder man liest die Bibel. Ich habe mich zum Beispiel bekehrt beim Bibellesen, indem ich das Matthäusevangelium gelesen habe und verstanden habe, wer Jesus ist, was er getan hat, wie vollmächtig er gepredigt hat, die Bergpredigt, welche Wunder er getan hat, wie er am Kreuz sein Leben stellvertretend hingegeben hat für dich und mich, um uns reinzuwaschen, wie er auferstanden ist und dass er wiederkommen wird. Vorher hatte ich nur vom Hörensagen vernommen, aber dann hat der Geist Gottes durch das gelesene Wort zu mir gesprochen. Und so kann der Herr zu dir sprechen, durch die Predigt, durch das Bibelstudium, was unter Gebet geschieht allerdings, und kann Erweckung schenken im einzelnen Herzen und auch in einer Gemeinde, in einer Stadt, in einem Dorf. Erweckung heißt, der Mensch wacht auf aus dem Sündenschlaf. Sein Gewissen, wir haben vom Gewissen gehört schon in der ersten Predigt, das Gewissen wird angerührt, es wird geschärft, nicht abgestumpft, sondern am Wort Gottes geschärft. Und dann, wenn das Gewissen geschärft ist,
dann überführt es uns, durch den Heiligen Geist überführt uns Gott von der Sünde, also von allem Bösen, alles, was uns von Gott trennt, Lüge, Unzucht, Unreinheit, Hass, Neid. Sünde ist ein weit umfassender Begriff für alle möglichen Dinge, die ja uns von Gott trennen, die Gott nicht gefallen. Und wenn ein Mensch sich echt bekehrt, es gibt auch oberflächliche Bekehrungen, aber wenn er sich echt bekehrt, dann kommt es zu einem Zerbruch, zu einem heilsamen Zerbruch. Hast du dich wirklich echt bekehrt und bist du vor dem Herrn zerbrochen? In dem Sinne, dass du auf die Knie dich neu kneigst und sagst, Herr, ich bin so elend dran, ich habe so versagt, habe so oft gelogen, Menschen betrogen, misshandelt, schlechte Gedanken über sie gehabt, ja, also ein unreines Leben geführt, all diese Dinge. Herr, vergib mir, mach mich zu einem neuen Menschen. Und der Herr Jesus kann dir die Kraft schenken, dieses neue Leben zu beginnen. Also der Zerbruch gehört zu einer echten Bekehrung dazu. Nicht einfach nur die Hand heben und bei Halleluja-Musik oder sowas. Das ist ein Gefühlsrausch, das hat nichts mit echter Bekehrung zu tun. Das muss man ganz klar unterscheiden. Also der echte Zerbruch, der führt uns auf die Knie. Und das ist auch ein Grund, dass wir mittwochs in der Gebetsstunde auch bevorzugen, diese Gebetshaltung auf den Knien, soweit der Einzelne gesundheitlich kann. Aber der innere Zerbruch ist nicht nur das Äußere auf den Knien, sondern das Innerliche ist natürlich das Wichtigste. Und dann kommt es zur Sinnesänderung, griechisch Metanoia, das heißt wörtlich Umsinnung, also Sinnesänderung kann auch mit Bekehrung, also Umkehr übersetzt werden. Das ist der Begriff Bekehrung, eigentlich die Veränderung unserer Laufrichtung, nicht mehr Richtung Hölle, sondern jetzt sind wir auf dem Weg Richtung Himmel. In aller Schwachheit und Unvollkommenheit, solange wir auf der Erde sind, aber doch gestärkt durch den Herrn, durch den Heiligen Geist. Der Geist kommt in unser Herz und leitet uns zum Himmel hin. Ich möchte eine Gegenüberstellung bringen zwischen der ersten Geburt und der zweiten Geburt. Kann sich mancher vielleicht einprägen oder notieren. Was ist der Unterschied zwischen der ersten Geburt und der zweiten Geburt? Die erste Geburt ist ja die im Fleisch, also wenn wir als Säuglinge praktisch zur Welt kommen, das ist die erste Geburt, nicht? Hier sind ja auch Kinder, größere und kleinere. Bei euch liegt die erste Geburt noch nicht so lange zurück, wie zum Beispiel bei Bruder Walter oder bei mir oder anderen älteren Geschwistern. Und trotzdem kann sich wahrscheinlich keiner mehr an seine leibliche Geburt erinnern. Aber trotzdem, die Eltern wissen das. Die erste Geburt geschieht im Fleisch als Säugling. Und es ist auch immer schön, wenn die Männer bei der Geburt dabei sein können. Also ich wollte dieses Erlebnis nicht missen, kann ich nur jedem Mann unter uns empfehlen. Und es miterleben darf, wie ein Mensch, so ein kleiner, hilfloser Mensch, das Licht der Welt erblickt. Die erste Geburt also als Säugling im Fleisch, im Leib. Die zweite Geburt, die Wiedergeburt, geschieht im Geist. Das ist ein geistlicher Vorgang. Der Geist Gottes zieht in unser Herz. Der Geist Gottes wohnt in uns. Dann eine weitere Gegenüberstellung, die erste Geburt als Baby, die kommt zustande, wie die Bibel sagt, Johannes 1, Vers 13, durch den Willen des Mannes. Der Mann hat Gemeinschaft mit der Frau und dadurch entsteht neues physisches Leben. Eine wunderbare Sache, da ist nichts Unreines dabei, wenn das innerhalb der Ehe zwischen Mann und Frau geschieht. Das ist der Wille Gottes und Gott will ja, dass wir auch ja Kinder zur Welt bringen. Das ist schon der Schöpfungsbefehl Gottes, wem es geschenkt ist. Nicht jeder kann das, ja, auch da kann man gesegnet sein. Auch die, die keine eigenen Kinder haben. Aber die erste Geburt kommt zustande durch den Willen des Mannes. Die Wiedergeburt, die geistliche Geburt kommt zustande, indem der Mensch aus Gott geboren wird. Nicht durch den Willen des Mannes, des Menschen, sondern durch den Willen Gottes. Gott will diese Neugeburt. Auch Johannes 1, Vers 13. Weitere Gegenüberstellung, die erste Geburt als Baby geschieht unten auf der Erde, ganz irdisch. Die Wiedergeburt kommt von oben als übernatürlicher Vorgang im Gebet, indem ich mein Herz Jesus schenke. Die erste Geburt geschieht durch leiblichen Samen, die zweite Geburt durch den geistlichen Samen, der ausgestreut wird durch das Wort Gottes oder als Wort Gottes, wenn man an das Gleichnis vom vierfachen Ackerfeld denkt. Der Same ist das Wort Gottes und bei jeder Verkündigung, bei jedem Traktat, bei jedem Flyer, der weitergegeben wird, bei jedem Gespräch, wo Jesus im Zentrum steht, wird dieser geistliche Samen der Neugeburt weitergegeben.
Die erste Geburt, und das ist ein wichtiger Unterschied, versetzt den Menschen, versetzt uns alle. Die Geburt als Baby versetzt uns alle in den Leib der Sünde und des Todes. Unser irdischer Leib, der vergehen wird. Je älter wir werden, umso mehr merken wir es. Es muss irgendwas kommen, dass wir sterben auf dieser Erde, außer wenn wir entrückt würden, die letzte Generation. Aber normalerweise gehen wir durch das Todestal und da kommen die Wehwehchen, das ist ganz normal. Ja, die älteren Geschwister nicken. Aber der Herr kann auch immer wieder Linderung schenken und dass der Übergang in die Ewigkeit nicht so schmerzhaft ist, sondern dass die Freude überwiegt. Wir werden jetzt bei Jesus sein, da freue ich mich auch drauf. Aber wir leben so und hoffentlich auch schon die jungen Menschen, auch die Kinder. Wir hatten kürzlich einen Ohnmachtsanfall in der Gemeinde, wo wir auch schon Sorge hatten und eine junge Frau. Es kann auch schon in der Jugend uns plötzlich das Ende ereilen. Also sind wir immer bereit, dem Herrn zu begegnen. Das ist ganz wichtig, dass wir das nicht auf die lange Bank schieben. Wir sind hineinversetzt in den Leib der Sünde und des Todes, der Krankheit, der Vergänglichkeit. Ein sterblicher Leib. Das hängt mit der Ursünde der Ureltern Adam und Eva schon zusammen und das hängt uns allen an. Und wir werden auch angefochten von Sünden, aber im Herrlichkeitsleib, dieser himmlische Herrlichkeitsleib, der auf alle Gläubigen wartet, die in Jesus sind, da wird uns keine Sünde mehr anfechten. Es wird uns kein Virus mehr zu Fall bringen, keine Bakterie, kein Unfall ereilen. Wir werden beim Herrn sein, ihn schauen von Angesicht zu Angesicht. Kein Leid, keine Krankheit, keine Tränen mehr. Wünschen wir uns das nicht, auch inmitten all dieser Kriege und Krisen und Katastrophen und Streitereien zwischen Menschen und was es alles hier noch auf Erden gibt. Es wird alles dann weg sein. Wir werden in ewiger Freude und Seligkeit sein. Ein Zustand, nach dem sich hoffentlich jeder von uns sehnt. Noch haben wir einen Auftrag auf der Erde. Ich predige keine Weltflucht oder Schwärmerei, aber eigentlich sind wir schon Himmelsbürger, wenn wir in Jesus sind. Und das macht uns auch, ich sage mal so, entspannt, dass wir die Probleme auf dieser Welt nicht so überbewerten, auch die Kriege, sondern dass wir immer bereit sind, zum Herrn zu gehen, auch wenn uns vielleicht eine Kugel oder Rakete trifft. Ja. Es ist keine einfache Sache, ich will es nicht verharmlosen, aber eigentlich sind wir jetzt schon hoffentlich Himmelsbürger und tun aber noch unsere Arbeit hier auf der Erde. Das dürfen wir nicht vernachlässigen. Gerade um ein Licht zu sein, wie die Kollegin am Anfang von dieser Erzählung bei dem Evangelisten. Ja, die haben ihre Arbeit treu getan und dadurch haben andere den Herrn Jesus gefunden. So, und jetzt, liebe Geschwister, kommt aber der dritte Teil. Also das erste war, was ist Wiedergeburt? Das zweite, wie geschieht Wiedergeburt? Ganz praktisch. Und jetzt das Entscheidende eigentlich für uns persönlich, welche Auswirkungen hat die Wiedergeburt, die geistliche? Und woran kann ich erkennen, dass ich schon wiedergeboren bin? Dass ich schon oder du ganz persönlich wiedergeboren bist? Mancher fragt sich ja, bin ich jetzt eigentlich wiedergeboren oder bilde ich es mir vielleicht nur ein? Gibt es da Kennzeichen, Kriterien? Es gibt sicherlich viele. Und wenn wir Galater Kapitel 5 lesen, das kann ich jetzt aus Zeitgründen nicht mehr alles lesen, sind ja ganz wichtige Kriterien genannt. In Galaterbrief Kapitel 5 heißt es in Vers 16, ich sage aber, wandelt im Geist, dann werdet ihr die Lust des Fleisches nicht vollbringen. Damit ist die Sünde gemeint. Denn das Fleisch, das sündige Wesen, gelüstet gegen den Geist Gottes, der in uns wohnt, und der Geist gegen das Fleisch, und diese widerstreben einander, sodass er nicht das tut, was ihr wollt. Also eigentlich wollen wir das Gute tun, aber wir schaffen es nicht aus eigener Kraft. Wir brauchen die Hilfe des Herrn Tag für Tag. Und dann wird gegenübergestellt in Galater 5, ab Vers 19, die Werke des Fleisches. Und wenn wir da noch festhängen, dann ist wirklich die Frage, wenn das wirklich uns dauernd gefangen nimmt. Es kann schon mal passieren, dass wir an einem oder anderen Punkt versagen, aber wenn wir unter dieser ganzen Aufzählung dieser Werke des Fleisches stehen, dann ist die Wiedergeburt fraglich. Und dagegen wird dann gestellt die Frucht des Geistes. Ich lese mal kurz diese Aufzählung, Galater 5, 19. Offenbar sind aber die Werke des Fleisches, also der Sünde, welche sind Ehebruch, Unzucht, Unreinheit, Zügellosigkeit, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Streit, Eifersucht, Zorn, Selbstsucht, also Egoismus, Zwietracht, Parteiungen, das sind also Spaltungen, Neid, Mord, Trunkenheit, also sich dauernd unter Drogen setzen und so weiter. Gelage und dergleichen, wovon ich euch voraussage, wie ich schon zuvor gesagt habe, dass die, welche solche Dinge tun, das Reich Gottes nicht erben werden.
Also es kann schon mal sein, dass man zornig wird oder irgendwas, aber es geht darum, dass jemand beständig in diesen Sünden lebt. Das sollen wir nicht tun. Das soll bei uns nicht sein. Versteht ihr? Genau. Und dagegen die Frucht des Geistes. Das ist, wenn der Geist wirklich in uns wohnt, dann bringen wir diese Frucht hervor. Vers 22, Galater 5. Die Frucht des Geistes aber ist, an allererster Stelle steht hier Liebe, die göttlich geschenkte Liebe, die sich für den anderen hingibt. Ja, die Liebe ist gemeint, die wirklich für den anderen da ist, die Nächstenliebe, sogar die Feindesliebe und natürlich die Liebe zu Jesus. Das ist die allererste Geistesfrucht. Und daraus folgen die anderen 8 Elemente. Es ist ja eine Frucht mit 9 Elementen. Das erste ist die Liebe und die anderen Elemente dieser 9-fach entfalteten Frucht sind dann die Freude, also auch die Heilsfreude, dass ich gerettet bin, der Friede, Friede mit Gott, Friede mit meinem Nächsten, dass ich Friedensstifter bin in meiner Umgebung, Langmut, also Geduld, dass ich Geduld mit anderen habe, Freundlichkeit, nicht immer nur mürrisch oder verdrießlich auftreten. Natürlich haben wir unterschiedliche Situationen im Leben, aber trotzdem kann der Herr uns immer wieder die Freundlichkeit schenken. Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung, dass ich nicht ausraste. Ja, Gott kann auch schenken, dass der Jähzorn weggenommen wird. Und wenn es nur so ist, dass man aus dem Zimmer geht und nicht weiter streitet, bevor man die Selbstkontrolle verlieren würde, ja, da kann der Herr uns durch seinen Geist anleiten. Selbstbeherrschung, auch ganz wichtig. Ja, und jetzt weitere Entfaltung. Und zwar, ich habe ja gelesen gerade, die Frucht des Geistes als Kennzeichen der geistlichen Neugeburt. Was stand an erster Stelle? Das wisst ihr alle. Die Liebe, griechisch Agape, die göttlich gewirkte Liebe, die sich selber für den anderen hingibt. Agape, ein wunderbares Wort auch im Griechischen. Hebräisch Ahava, so schöne Worte sind das, diese göttliche Liebe. Es gibt auch andere Begriffe für Liebe, die fleischliche Liebe und so, aber über die reden wir jetzt hier nicht. Es geht hier um diese geistliche Liebe im Herrn. Und da habe ich mal ein paar Kennzeichen mir nochmal aufgeschrieben, zusätzlich, wie diese Liebe sich entfaltet im wirklich neugeborenen Christen. Das erste ist die Liebe zum Herrn, zu Jesus. Und da dürfen wir uns jetzt fragen, liebe ich Jesus? Denke ich jeden Tag an ihn? Wandle ich mit Gott? Habe ich Gemeinschaft mit ihm, etwa indem ich sein Wort freudig lese, soll kein Leistungszwang sein, sondern ein Hunger, so wie wenn du Hunger hast nach einer Mahlzeit, nach Frühstück, Mittagessen, Abendessen, so auch Hunger nach dem geistlichen Wort Gottes. Bin ich in ständiger Gebetsgemeinschaft mit dem Herrn in allen Lebensentscheidungen, auch bevor ich Auto fahre, in Bewahrung, beim Essen danken dafür oder natürlich bei allen Entscheidungen, Berufswahl, Ehepartnerwahl, die Arbeit, die der Tag bringt, dass ich da auch den Herrn um Kraft bitte, um Weisheit, dass ich Zeuge sein kann für ihn. Jesus hat absolute Priorität im Leben, was den Besitz angeht, ja, alles, was wir tun und haben. Und die Liebe zum Herrn, die führt auch uns zu einer heilsamen Trauer über die Sünde, wenn wir doch versagen, dass es uns wirklich von Herzen leid tut. Und wir merken alle, auch wenn wir Christen sind, immer noch sehr schnell unsere Begrenzung. Und wie oft müssen wir um Vergebung bitten, auch einander, auch in der Ehe, auch bei den Kindern, auch in der Gemeinde, ja, auch das kann vorkommen. Seid da nicht zu stolz, zu sagen, ich bin zwar wiedergeboren, aber ich habe trotzdem den Geist gedämpft durch Sünde. Ich möchte wieder mich erneuern lassen, ich möchte auch dich um Vergebung bitten. Trauer über die Sünde, baldige Reue und Umkehr und dann auch der Gehorsam, dem Herrn von Herzen nachfolgen. Und es gehört auch zur Liebe zu Jesus, dass wir seine Heiligkeit verteidigen gegenüber allen Gotteslästerungen, denen wir begegnen, dass wir da nicht mitmachen, wenn da gespottet wird, geflucht wird. Da dürfen wir auch heilsam ermahnen, du solltest nicht fluchen, du solltest lieber segnen. Ja, und wie oft wird auch geflucht oder der Name Gottes, der Name des Herrn Jesus in den Dreck gezogen, gerade heutzutage in der Endzeit. Schweigen wir da einfach oder ja, sagen wir ein ermahnendes Wort, um den anderen zurechtzubringen, der ja verloren geht in seinen schlechten Eigenschaften. Vielleicht hat es ihm noch niemand gesagt, diesem Menschen. Dann darfst auch du sagen, fluchen ist Sünde, sollte man nicht tun. Liebe zum Herrn, ganz klare Kennzeichen der Neugeburt. Wenn diese Liebe nicht da ist, muss man sich fragen, ist dann immer noch mein altes Ich auf dem Thron und nicht der Geist Gottes? Dann die Liebe zu anderen Wiedergeborenen. Wie zeigt sich die? Ganz praktisch da, dass ihr zum Beispiel heute hier seid
Man scheut nicht die Gemeinschaft der Heiligen, sondern sucht sie. Man sehnt sich danach. Es gibt ja auch Christen, Anführungsstrichen oder wie auch immer, die gehen halt nur zum Gottesdienst, wenn sie mitgeschleppt werden, sozusagen, kriegen keinen Fuß über die Schwelle des Bethauses, des Gotteshauses. Und das ist nicht gerade ein Kennzeichen der Wiedergeburt, wenn dieses Verhalten da ist. Ja. Natürlich hat man vielleicht manchmal Stress, auch mit anderen Gläubigen, das kann sein. Aber trotzdem, da sollte man dran arbeiten, dafür beten und selber anfangen, auf den anderen zuzugehen. Die Liebe zu anderen Wiedergeborenen, auch wenn wir nicht alle immer einfach sind. Aber die Liebe, die kann auch Verletzungen heilen, überhaupt zwischen uns Menschen und auch zwischen Christen. Tue den ersten Schritt auf den anderen zu. Nicht nur vor dem Abendmahl, sondern es gilt jeden Tag. Die anderen Wiedergeborenen bilden zusammen die Gemeinschaft der Gläubigen in der Gemeinde, wobei die Gemeinde ein gemischter Organismus ist. Nicht alle, die in die Gemeinde kommen, sind wiedergeboren. Aber man wünscht sich natürlich, dass alle dieses erleben dürfen und dass alle gerettet werden. Es gibt auch die Gemeinde der Christen weltweit, dieser universale Leib des Herrn. Aber Gemeinde wird auch konkret, ich habe vor 2 Wochen darüber gepredigt, konkret vor Ort. Du kannst immer behaupten, ja, ich bin weltweit mit allen Christen verbunden, gehe aber in keine Kirche. Ja, was ist das für ein Christsein, was nicht in die Tat umgesetzt wird? Vielleicht erinnert sich manch an die Predigt vor 14 Tagen zum Thema, verlasst eure Versammlungen nicht. Ganz wichtig, dass wir das ernst nehmen. Gemeinde wird konkret vor Ort, wo wir einander dienen können. Und nicht irgendwie so nebulös sagen, ich bin auch Christ, aber eigentlich stehe ich da ganz allein. Es gibt natürlich, wir haben auch Livestream-Zuschauer in manchen Gebieten, vielleicht keine lebendige, bibeltreue Gemeinde. Dann fang vielleicht an, selber eine zu gründen, mit einem Hauskreis oder wie auch immer. Oder fahre halt ein Stück, bis du eine findest. Es gibt im Internet zum Beispiel ein Verzeichnis unter www.kfg.org, Konferenz für Gemeindegründung. Das sind auch bibeltreue Gemeinden, unterschiedlicher Art allerdings, verzeichnet. Unsere Gemeinde kannst du da auch finden in Pforzheim. Also suche und bete, dass der Herr dich führt in wirklich bibeltreue Gemeinden, wo keine Abstriche am Wort Gottes gemacht werden. Das ist wichtig. Ja. Und auch nichts hinzugefügt wird. Also, suchst du die Gemeinschaft mit anderen Wiedergeborenen? Sehnst du dich nach der Gemeinschaft in der Gemeinde des Herrn? Keine liberale Kirche oder irgendwelche Sekten sind jetzt gemeint, sondern wirklich bibeltreue Gemeinden. Da hat man dann die gleiche Blutgruppe und man möchte möglichst keine Versammlung versäumen. Man betet füreinander in der Gebetsstunde, aber auch sonst im Alltag. Und man lädt einander ein, deshalb haben wir auch den Stehimbiss eingeführt, weil wir können ja nicht jedes Wochenende jemanden einladen. Aber dann haben wir Gemeinschaft miteinander nach dem Gottesdienst. Das ist auch eine wichtige Sache, dass wir auch da noch zusammenbleiben, soweit wir es können von der Zeit. Dann ein weiteres Kennzeichen der Wiedergeburt, außer der Liebe zum Herrn und der Liebe zu den Geschwistern. Ein weiteres Kennzeichen ist die Liebe zu den Verlorenen. Auch das habe ich vor 14 Tagen erwähnt. Hast du diese glühende Retterliebe, wie es Oswald Sanders mal in einem Buch beschrieben hat? Ein Buch mit dem Titel Glühende Retterliebe. Hast du diese Retterliebe schon? Oder sind dir die Menschen da draußen einfach egal? Wann warst du beim letzten Missionseinsatz dabei? Wann hast du zum letzten Mal deinem Nachbarn ein Glaubenszeugnis über Jesus Christus gegeben? Man kann auch ein Traktat einwerfen, wenn es einem persönlich zu schwer fällt. Also es gibt schon Möglichkeiten, den Herrn zu bezeugen. Und ein wirklich Wiedergeborener, ist meine Meinung, kann über Jesus nicht schweigen. Und schon gar nicht, wenn er gefragt wird oder angesprochen wird. Ja, wenn es dann peinlich wäre, von Jesus zu reden, dann ist schon schwierig. Natürlich gibt es Menschen, die sind sehr schüchtern, aber dann bete einfach, dass der Herr dich stärkt, dass er dir Weisheit schenkt. Es steht in der Bibel sogar, der Herr wird euch Mund und Weisheit schenken, der selbst die Feinde nicht widerstehen können. Und umso mehr, wenn es die lieben Nachbarn oder Arbeitskollegen sind, der Herr wird uns auch da die richtigen Worte schenken. Predige das Wort zur Zeit. Und das heißt sogar auch zur Unzeit in den Briefen. Aber da muss man natürlich mit Taktgefühl sehen, ob der Mensch auch offen ist. Kannst du ruhig sitzen in deinem Wohnzimmersessel, wenn deine Freunde, deine Nachbarn, deine Kollegen, deine Mitschüler verloren gehen, wenn sie ewig in die Höllenqual kommen müssen und nicht gerettet sind? Wer kann da ruhig sitzen? Ein Kennzeichen der Wiedergeburt ist die Liebe zu den Verlorenen.
und auch die Liebe zu den Feinden. Ja, auch die Liebe zu den Feinden. Das ist vielleicht mit das Schwerste. Ich habe auch Feinde. Ich selber habe keine, sage ich mal, von mir aus. Aber es gibt welche, die mich als Feind sehen, verleumden, beleidigen, auch im Internet. Damit muss man heutzutage leben. Beten wir für diese Menschen, dass sie umkehren. Ich tue das auch, obwohl ich in einem Fall trotzdem Strafanzeige stellen musste, weil sie auch Todesdrohungen ausgestoßen haben. Aber ich bete trotzdem für die Menschen, selbst wenn sie wollen, dass ich auf den elektrischen Stuhl kommen soll. Das sind wirkliche Feinde. Beten wir für sie, dass sie noch gerettet werden, dass sie von ihrem Hass ablassen. Wir sollten auch für solche Menschen beten. Vielleicht hast du auch Feinde, vielleicht nicht so dramatisch. Vielleicht stehst du jetzt auch nicht so sehr in der Öffentlichkeit und wirst so bekämpft, auch öffentlich. Aber auch im privaten Umfeld kann man Feinde haben. Ja? Und diese sind vielleicht gar nicht immer so zu erkennen. Vielleicht wird hintenrum gegen dich gearbeitet. Dann bitte den Herrn, dass es aufgedeckt wird und dass du diese Menschen deutlich, aber liebevoll auch zur Rede stellen kannst. Aber verdamme sie nicht einfach und schlage nicht mit den gleichen Waffen zurück, sondern ja, bete zunächst. Der Herr kann Herzen verändern, selbst bei den schlimmsten Feinden. Vergebungsbereitschaft und nicht nachtragend sein. Dazu gehört auch, dass die Einsicht über unser eigenes Versagen, denn auch wir sind ja nicht perfekt. Und vielleicht habe ich selber, vielleicht hast du selber Anlass gegeben, Anstoß, dass Menschen zu Feinden geworden sind. Dann wollen wir uns auch prüfen. Lehre ich falsch? Lebe ich falsch? Handle ich falsch? Habe ich jemanden benachteiligt oder übersehen oder vielleicht beschimpft, beleidigt? Es kann manchmal schneller gehen, als man denkt. Man redet vielleicht nur über das Alter und schon ist jemand beleidigt, wenn man ihn zu alt schätzt, ja, zum Beispiel solche Dinge. Auch da muss man schon aufpassen. Manchmal sehr empfindlich. Also lasst uns da auch offen reden, wenn jemand was gegen den anderen hat, dass wir die Dinge ausräumen. Wie gesagt, nächsten Sonntag ist Abendmahl. Ist immer ein schöner Anlass, vorher möglichst alles, soweit es an uns liegt, zu bereinigen von unserer Seite aus, dass wir den Frieden anbieten. Ja, ich komme so langsam zum Ende. Das neue Verhalten, wir haben es gesehen im Galaterbrief. In Johannes 3 hieß es, der aus Gott Geborene, das ist ein Geschehen Gottes, was Gott schenkt durch seine Gnade allein. Wir können das nicht machen oder erzwingen, das ist nicht unser Werk, die Neugeburt, ganz klar. Aber wenn wir da neugeboren sind, dann ist auch der Aufruf, wandelt im Geist. Das heißt, nicht einfach sagen, ich bin jetzt wiedergeboren, so quasi einmal gerettet, immer gerettet und jetzt lebe ich, wie ich will, mit meinem Ego, sondern der Geist Gottes soll dann auch im Leben sichtbar sein. Sonst ist die Bekehrung vielleicht auch nicht echt. Oder der Mensch fällt wieder zurück in das alte Leben. Die Bibel warnt oft vor diesem Abfall, das möchte ich jetzt nicht thematisieren. Und deshalb heißt es auch hier in Galater 5, Vers 16, wandelt im Geist. Nicht nur die einmalige Bekehrung, so als nicht mehr zu ändernde Tatsache praktisch einfach so stehen lassen, sondern auch dem Herrn nachfolgen. Die Väter haben gepredigt über die Heiligung und ohne Heiligung steht in der Bibel, wird niemand den Herrn sehen. Heiligung ist die Nachfolge Jesu im Geist. Das ist die Frucht des Geistes, Galater 5. Das sind die Werke des Glaubens, wie es auch im Epheserbrief und anderen Stellen steht. Das sind nicht Werke, durch die wir uns selber erlösen, sondern Werke, die aus dem Gerettetsein erwachsen als Frucht des Geistes. Es wird manchmal verwechselt oder bewusst verdreht, aber es ist ganz klar die Reihenfolge. 100% hat der Herr die Erlösung vollbracht am Kreuz auf Golgatha. Wir können da nichts hinzufügen. Alles ist Gnade. Diese Gnade empfangen wir im Glauben, durch Bekehrung und Wiedergeburt. Und dann folgen wir dem Herrn nach in seiner Kraft. Es ist auch nicht unser Werk, sondern wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn in allem. Das ist die geistliche Haltung als Christ. Alles wirkt der Herr durch uns. Wir sind seine Werkzeuge, seine Diener. So bezeichnen sich auch die Apostel. Wir sind Diener, ja sogar Sklaven Jesu Christi, aber im guten Sinne. Wir haben den besten Herrn über uns, der will, dass wir ihm immer ähnlicher werden. Und das ist eigentlich das wichtigste Kennzeichen der Wiedergeburt, dass wir trotz aller Schwachheit, aber Jesus immer ähnlicher werden sollen, dürfen und können, wenn er in uns wohnt. Dass wir nicht nachtragend sind, dass wir vergebungsbereit sind, dass wir hilfsbereit sind.
Ich lehre jetzt keine Werkreligion, aber das sind praktisch die Früchte, die der Herr schenkt durch seinen Geist in uns. Und da möchte ich abschließend auch eine wahre Begebenheit erzählen von einem Missionar auf dem Missionsfeld. Das sind ja auch einige von uns, gerade im Ausland, auch auf Missionsstationen. Das finde ich wunderbar. Und es war auch so, dass kurz nach seiner Ankunft auf dem Missionsfeld ein Missionar zum ersten Mal zu einer Gruppe von Dorfbewohnern sprach in einem abgelegenen Gebiet auf seinem Missionsfeld. Er versuchte ihnen, die frohe Botschaft von Jesus Christus vorzustellen, zu erklären. Und dann beschrieb er ihnen den Herrn Jesus von der Bibel her. Der Herr Jesus zog umher, verkündigte das Himmelreich, sagte auch, dass er der Weg, die Wahrheit und das Leben ist, dass niemand zum Vater kommt, außer durch ihn. Und er hat auch so gelebt, wie er gepredigt hat. Der Herr Jesus war mitfühlend, freundlich, liebevoll, hat für die Menschen gesorgt, hat sie geheilt, getröstet, hat auch Tote auferweckt. Also Jesus, ein mitfühlender, freundlicher, liebevoller und sorgender Mann, als er auf Erden gewandelt ist, als Mensch. Ja? Er ist ja zugleich Gottes Sohn. Und der Missionar hat es also beschrieben in diesem abgelegenen Dorf auf dem Missionsfeld. Und als er sprach, merkte er, dass bereits während seines Vortrags über Jesus und Jesu Liebe ein vertrautes Lächeln auf den Gesichtern der Zuhörer dieser Eingeborenen erschien. Die haben richtig gestrahlt und sie haben immer den Kopf genickt. Ja, genau, jawohl. Und wir kennen das, wir wissen das. Die waren ja eigentlich noch nicht begehrt, aber irgendwie haben die gewusst, wovon der Missionar redet. Und dann etwas erstaunt unterbrach der Missionar seine Rede und fragte, wisst ihr, wovon ich spreche? Habt ihr schon mal von Jesus gehört oder was ist los bei euch? Und dann erwiderte einer der Dorfbewohner schnell und sagte, ja, du hast von einem Mann gesprochen, der zu uns zu kommen pflegte. Ein solcher Mann war bei uns. Ein solcher Mann. Und dann fragt er zurück, ja, was für ein Mann, war etwa Jesus bei euch? Dann sagten sie, nicht Jesus direkt, aber wir hatten einen Missionsarzt, der war in unser entlegenes Dorf zu kommen, um uns von unseren Nöten zu heilen. Er hat uns Medizin gebracht, er hat sich um jeden gekümmert und er hat auch von Jesus geredet, aber der hat wirklich so gelebt, der hat für jeden gesorgt, der hat alle lieb gehabt, der hat sich eingesetzt. Tag und Nacht und ja, er war einfach ein Abbild für Jesus. Und so wussten sie, wie Jesus ist, ja, indem dieser Missionsarzt, der schon vorher in diesem Dorf war, vor einiger Zeit, das vorgelebt hat, das Christsein. Und was diese Begebenheit uns sagen soll, ist nochmal die Frage, die ich auch am Anfang gestellt habe, kann trotz aller Unvollkommenheit, die uns doch anhaftet, können unsere Mitmenschen trotzdem in uns das Wesen des Herrn Jesus sehen, seine Liebe, seine Freundlichkeit, seine Vergebungsbereitschaft, auch ein Stück weit trotzdem seine Vollkommenheit. Wie gesagt, wir sind noch im Kampf zwischen Fleisch und Geist. Aber ich sage gerade die Bereitschaft, eigene Schuld zuzugeben, das musste Jesus nicht. Aber wir, um zu bereinigen, wo wir versagt haben, gerade die Bereitschaft, eigene Fehler und Sünden auch zu sehen. Das zeigt, dass die Wiedergeburt in uns echt ist, denn der Geist Gottes mahnt unseren Geist immer wieder, Schuld zu erkennen, einander zu vergeben und uns nicht besser darzustellen, als wir sind. Er führt uns zu diesem Zerbruch und ist wichtig für die Ehe, für die Familie, für jede Art von Gemeinschaft, dass man nicht selber von sich sagt, ich habe immer recht, ja, und so weiter. Das ist gerade kein Kennzeichen des Christseins, sondern erkennt, ich muss jeden Tag lernen und zum Beispiel meine Frau ist mein Spiegelbild, ja, was mir zeigt, wo ich auch versage, wo ich um Vergebung bitten darf. Und es ist wunderbar eigentlich, wenn man das mal eingeübt hat, auch in der Ehe. Vergib mir, Schatz, was habe ich heute falsch gemacht? Ich weiß nicht, wie es bei euch ist oder die jetzt nicht verheiratet sind, auch in der Familie, im Freundeskreis, im Bekanntenkreis. Wir haben viele Gelegenheiten, immer wieder die Vergebung einzuüben und wir dürfen in allem zu Gott kommen, zu Jesus, auch ihn um Vergebung der Schuld bitten. Bist du schon wiedergeboren? Hast du dieses feine Empfinden für dein Gewissen, dass dein Wort Gottes geschärft ist? Wir sehen, wie auch heute im Gottesdienst eine rote Linie durch die Botschaften läuft. Das Gewissen ist ein ganz wichtiges
ja, mahnende Stimme, die uns immer wieder erinnert, wo wir versagt haben, wo wir umkehren sollten. Das Gewissen, das am Wort Gottes geschärft ist, mahnt es dich noch, ist auch ein wichtiges Kennzeichen, dass der Geist Gottes in dir wohnt, wenn du ein feines Gewissen hast, das nicht durch die Sünden der Welt verroht ist. Wir laden ganz herzlich ein, auch heute zurückzubleiben, nach dem Gottesdienst hier nach vorne zu kommen zum Gespräch. Es werden einige Brüder und auch Schwestern zum Gespräch bereit sein. Bleibt einfach zurück. Und auch beim Stehimbiss können wir gerne noch mit ins Gespräch kommen. Jetzt möchte ich einfach diese Predigt beenden mit Amen. Ja, wahrlich, so ist es. Und mit uns beten und euch bitten, dass ihr euch dazu in Ehrfurcht vor Gott erhebt. Geliebter Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du alles bist für uns, Herr. Du hast alles vollbracht am Kreuz, hast uns reingewaschen von aller Sünde, hast uns den Weg zum Himmel geöffnet. Du hast uns gezeigt, wie wir als Christen leben können, so dass auch andere Menschen auf dich aufmerksam werden. Wir wollen nicht auf uns, sondern auf dich hinweisen, durch alles, was wir tun, Herr. Und so schenke deine Gnade jeden Tag neu, dass wir Lichter sind in dieser Welt, wo es so dunkel geworden ist, durch Kriege und Krisen und Hass und Streit und viele Konflikte. Herr, wir sehen, es ist Endzeit. Und wir bitten dich, Herr, komme bald und lass uns bereit sein, dir zu begegnen. Amen.